Wald und Wiesen, also tolle Fernblicke heute gehabt. Hochsommerliches Wetter, also unglaublich Anfang Oktober. Ja, und wir folgen der Jakobsmuschel, das heißt, heute ist wirklich Pilgerwandern angesagt. Dort unten sehe ich Wunder, ich sehe dort schon den gedeckten Kaffeetisch. Das kann ich meine jetzt nicht, in welche Richtung der leckere Kuchen wartet. Vorher habe ich auch erklärt. Ja. Aber das ist Büdingen. Ja. Ist das ja, wo wir jetzt hier sind, das hat ein bisschen was von Kirchturmspitze, finde ich. Und ansonsten, Fazit, hart und steinig der Weg nach oben. Heidi. Keine Werbung, bitte. Hals zu und schmier drauf. Andere Leute rennen ins Sonnenstudio, um Farbe zu kriegen, und du willst keine. Nein, ich will nicht braun werden. Ich habe Angst, wirklich. Hast du Angst oder ist hell einfach nur schick? Bei uns hell ist schick. Hell ist schön. Weiß ist schön. Und als ich in Deutschland kam, suchte ich Whitening, so etwas weiß zu machen. Und dann hier habe ich nicht gefunden. Und ich habe nicht gefunden, nur Browning. Jetzt mal Roberto Blanco gefragt, der sucht auch seit 40 Jahren. Bei uns gibt es Whitening, aber hier gibt es nur Browning. Das ist schön. Ja, du, nach so viel Natur fällt mir schon gar nichts mehr ein, was ich dir sagen könnte. Also, schöner blauer Himmel, kaum zu glauben, am 2. Oktober. Ich sitze hier und meine Gedanken sind leer, leer. Also absolut eins mit der Natur jetzt. Schön, ist heute keine besonders anstrengende Tour, ist eben ein Pilgerweg, also mir gefällt's, ist so ein bisschen back to basic. Also ich hatte heute jede Menge Zeit zum Nachdenken oben auf dem Vulkan, Blick in die Weite und dass man also wirklich um sich eigentlich fast gar nichts hörte. Wenige Leute sind auf diesen Vulkan ganz hoch gestiegen, ich saß auf dem Gipfel und habe eigentlich wirklich nachgedacht, was für ein Glück das ist, also überhaupt jetzt diese ganzen Wanderungen mitgemacht zu haben und die verschiedenen Regionen zu sehen, und habe noch versucht, mal alles so zusammenzukriegen von den letzten 5 Wochen. Und also die letzten Tage werde ich auch noch genießen und hoffe, dass mir das noch ganz lange in Erinnerung bleibt. Ich habe eigentlich Kapuzinerkuchen bestellt, aber da kriege ich Apfel auch. Deswegen mache ich Apfel weg. Ja. Ja. Die Leute wissen, was du magst. Hm.
Nee, aber jetzt haben wir, glaube ich, alles Richtige, so wie es aussieht. Also es herrscht Ruhe am Tisch und von daher geht es uns eigentlich gut, glaube ich. Handtücher haben wir hier, Bettwäsche haben wir schon stehen. Oh, oh, schön. Ich schlaf da oben. Ich schlaf da unten. Ich schlaf hier oben. Nein, ich schlaf hier. Ja, ich schlaf hier. Oder schlaf ich doch? Nein, ich schlaf hier. Ja, du kannst unten haben. Ich schlaf unten auf alle Fälle. Jenny? Egal, sie hat nur sechs Bett. Kannst du noch eins? Ja, egal. Hier vielleicht? Ja. Ja, okay, das ist für dich. Oder im Schrank. Ja. Ich schlaf im Schrank. Du schläfst im Schrank. Ein paar schaut auch frech rein. Ja. Heute ist unser Thema, ja. Oh! Wir teilen bei uns mit euch, mit den Männern. Ich glaube, mit mehr Menschen. Will man mehr? So, come here, sir. Das ist ja aber richtig gut. Das sieht ja super aus.